Ich werde mich vor allem bemühen, zeitnah erstmal hier nach vorne zu kommen. Liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Gäste und lieber Safter, danke dir nochmal für deinen Beitrag und vor allem für deinen unermüdlichen Einsatz für ein gutes Miteinander in Vielfalt hier in der Stadt und inzwischen auch in ganz Deutschland. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Und das ist ein wichtiges Signal, denn wir haben es von dir gehört, wir haben es gesehen und mitbekommen die letzten Wochen. Wir mussten in den letzten Monaten wieder eine unverhohlen fremdenfeindliche, rassistische Bewegung erleben, die unter dem Deckmantel eines angeblich bürgerlichen Patriotismus Nieders der Vorurteile und Ressentiments bedient und widerliche Parolen in die Welt setzt. Ja, und auch die häufig von Rechtsextremisten organisierten Proteste gegen Flüchtlingsunterkünfte in Marzahn, Hellersdorf, in Buch und woanders in der Stadt, also gegen Menschen, die aus großer Not zu uns kommen, auf Hilfe und Unterstützung hoffen, auch diese Proteste gehören in diese unsägliche Reihe genannt. Anfangs nur in Dresden haben die Pegida-Anhänger auch hier bei uns in Berlin versucht, Fuß zu fassen. Und ich bin sehr froh, muss ich sagen, dass sich tausende Berlinerinnen und Berliner dem entgegengestellt haben und dass viele, die ich heute hier sehe, auch dabei gewesen sind. Vielen Dank an euch alle und an all diejenigen, die gezeigt haben, Berlin ist anders, Berlin ist weltoffen, Berlin ist international. Und ich bin überzeugt, dass wir Grüne der sogenannte gelebte Gegenentwurf zu denen allen sind. Dass wir nicht nur in der Verantwortung stehen, sondern auch die größte Glaubwürdigkeit haben, wenn es darum geht, unsere Freiheit, unsere Vielfalt und unsere offene Gesellschaft zu verteidigen und für sie einzustehen. Denn unser Berlin ist die Stadt der Vielfalt, der Buntheit, der offenen Gesellschaft und soll es auch bleiben. Und ich bin davon überzeugt, dass die meisten Berlinerinnen und Berliner es auch wissen und um diesen unschätzbaren Wert der Vielfalt und Weltoffenheit auch wissen und wissen, dass genau diese Werte, die Einzigartigkeit und auch die Größe unserer Stadt, also das, was Berlin zum, wie es so schön heißt, the place to be gemacht hat, überall in der Welt, dass genau das Berlin auch ausmacht. Und dennoch, natürlich bleiben viele Konflikte und Probleme auch nicht aus. Safter hat es angesprochen, wir haben noch einen weiten Weg zur gleichberechtigten Teilhabe, zur vollen Akzeptanz bis zum Schutz vor Diskriminierung. Diese müssen erkämpft und auch erarbeitet werden hier in der Stadt. Und da gibt es einiges zu tun und ich erinnere mich noch, deswegen habe ich gerade bei dir geschmunzelt, Safter, dass ich damals noch als junge Abgeordnete, kann man ja inzwischen schon fast sagen, ein Landesantidiskriminierungsgesetz vertreten habe im Abgeordnetenhaus. Und dieses Landesantidiskriminierungsgesetz ist damals leider gescheitert. Wir werden es aber wieder einbringen in dieser Legislaturperiode, denn dafür sehen wir uns auch hier in der Pflicht. Wir sehen uns auch in der Pflicht, wie ich es gerade schon gesagt habe, nicht nur auf die Straße zu gehen, um Unterstützung zu demonstrieren, sondern auch im Parlament Hilfe und Unterstützung für Flüchtlinge zu organisieren. Und ja, ich finde auch, es hat dem neuen regierenden Bürgermeister gut zu Gesicht gestanden, zu sagen, wir tragen ja eine gemeinsame Verantwortung für die Menschen, die zu uns kommen. Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung als Senat für die Flüchtlinge, um zu einem Flüchtlingsgipfel einzuladen. Denn es geht um Fragen von menschenwürdiger Unterkunft, es geht um Fragen von Ausbildung und Bildung und Arbeit, es geht aber auch um die Fragen von Gesundheitsversorgung und das muss eine gemeinsame Anstrengung des gesamten Senats werden und kann nicht bei Einzelnen abgeladen werden. Und lass mich noch einen letzten Punkt sagen. Ich finde, es ist höchste Zeit, ein zeitgemäßes, ein modernes, ein Einwanderungsgesetz zu schaffen, was die Realität in unserem Land auch endlich anerkennt, dass die Notwendigkeiten, die wir alle haben, von Staat, Gesellschaft, Wirtschaft, aber auch von den Migranten endlich ernst nimmt. Diese Initiative zu einem Einwanderungsgesetz muss auch von Berlin ausgehen. Von wo aus eigentlich? Als von Berlin, von der Hauptstadt. Und der Senat muss hier auch in die Pflicht genommen werden. Ramona. Und ich bin davon überzeugt, und jetzt komme ich zum Schluss, die rote Karte liegt ja hier schon, dass Sie mit unserem Eintreten für Vielfalt vielen Menschen aus dem Herzen sprechen. Und ich finde, wir müssten diejenigen, die Schranken weisen, die glauben und sich gerieren als das Sprachrohr einer vermeintlichen Mehrheit. Wenn die da stehen zu 60 und rufen, wir sind das Volk, haben wir zu Tausenden entgegengerufen, seid ihr nicht, dafür seid ihr viel zu wenige. Und das muss man auch offen und deutlich zeigen in Berlin und auch in Deutschland, finde ich. Und die gesamte Politik muss dafür Verantwortung übernehmen. Und vor allem die beiden großen Parteien, die sich immer noch Volksparteien nennen, sollten auch den Mut haben, diesen gesellschaftlichen Konsens auch als Recht und Gesetz deutlich mit uns zu formulieren. Deutschland ist ein Einwanderungsland, war es immer schon und soll es auch bleiben.